Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gebe ich euch meine Tipps zum Thema Haare schneller wachsen lassen. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, aktiviere auch gerne die Glocke, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und für diejenigen da draußen, die schon länger auf meinem Channel sind, die wissen ganz genau, dass ich schon seit über einem Jahr mir meine Haare lang wachsen lasse. Mein Ziel war es, einen Man-Bun machen zu können. Mein Ziel habe ich mittlerweile erreicht. Es ist immer noch schwierig, ich muss meine Haare echt immer krass nach hinten striegeln, aber ich schaffe es mittlerweile. Schaut es euch an. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Also Daumen hoch, wenn ihr den Man-Bun gut findet, Daumen runter, wenn ihr ihn scheiße findet. So Leute, und ich weiß, dass einige von euch da draußen sich gerade aktuell auch ihre Haare lang wachsen lassen. Und aus dem Grund gibt es heute meine Tipps zum Thema Haare schneller wachsen lassen. Tipp Nummer uno, nicht schneiden. Einfacher gesagt als getan. Glaubt es mir, das war, glaube ich, der schwierigste Punkt überhaupt. Ich habe mir, glaube ich, 100.000 Mal überlegt, boah, ich muss mir meine Haare schneiden, ja. Dieser Übergang sah so scheiße aus, habt ihr vielleicht auch in den Videos gesehen. Da hatte ich teilweise echt eine richtig miese Frise im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist echt schwierig, seine Haare zu bändigen, gerade in der Übergangsphase. Aber Leute, ich gebe euch einen Tipp, lasst eure Haare wachsen. Durchziehen, Leute, durchziehen, durchziehen, durchziehen ist das Motto. Ja, und irgendwann habt ihr das Ziel erreicht und dann seid ihr auch echt froh und dann könnt ihr auch stolz auf euch sein. Tipp Number 2. Weniger bis kein Shampoo benutzen. Ja Leute, das hört sich erstmal ein bisschen komisch an. Weniger bis kein Shampoo benutzen. Hä, wieso das? Ja, das Shampoo entfernt natürlich Dreck und Schmutz aus euren Haaren, aber auch die natürlichen Öle. So, und die natürlichen Öle braucht ihr für gesundes, langes Haar. Und deshalb empfehle ich euch, nicht so viel Shampoo zu benutzen, beziehungsweise vielleicht einmal die Woche Shampoo zu benutzen. That's it, das reicht vollkommen aus. Und wenn ihr Shampoo benutzt, ja, dann benutzt wirklich ein gutes Shampoo, zum Beispiel ein Koffein-Shampoo oder so von Alpecin. Link packe ich auch einfach mal in die Infobox rein, könnt ihr mal abchecken. Es gibt da verschiedenste Shampoos für Haarwachstum anregen und davon würde ich einfach eins nehmen. Tipp Nummer 3. Spülung und Leave-In-Conditioner benutzen. Ja Leute, viele Männer sind faul, genau wie ich. Ja, die denken, komm, ich kaufe mir irgendwie sowas, das ist für Duschgel, Shampoo und Spülung in eins. Nein Leute, kauft euch eine vernünftige Spülung und wenn ihr euch duscht und eure Haare wascht, massiert die Spülung schön ein. Lasst die Spülung wirken, 2, 3, vielleicht auch 5 oder 6 Minuten, ja, und dann ist alles gut. So Leute, das bringt was, glaubt es mir, kauft euch auch eine vernünftige Spülung und zusätzlich vielleicht auch noch einen Leave-In-Conditioner. Da muss ich sagen, ich habe echt gute Erfahrungen mit einem Leave-In-Conditioner gesammelt. Einfach nach dem Waschen mit Wasser einfach in die Haare sprühen, wirken lassen, that's it. Mehr muss man nicht machen. Next one, keine Hitze an die Haare. Leute, macht keine Hitze an die Haare. Wieso, weshalb, warum? Strapaziert eure Haare nicht über. Wenn ihr zum Beispiel ein Glätteisen nutzt oder Föhn benutzt, dann strapaziert ihr eure Haare natürlich zusätzlich und ihr wollt natürlich nicht, dass eure Haare brechen, sondern ihr wollt eure Haare lang wachsen lassen. Deshalb versucht, kein Föhn zu benutzen und auch kein Glätteisen. Das ist nicht gut. Next one, Haaröl benutzen. Ja Leute, es gibt ganz viele verschiedene Haaröle auf dem Markt. Ich benutze aktuell ein Arganöl und da gibt es ja auch ein marokkanisches Öl, Macadamiaöl, Kokosnussöl, whatever. Benutzt ein Haaröl. Ich persönlich habe es mir selber nie vorstellen können, dass ich irgendwie mal Haaröl benutze, mir Öl in die Haare schmiere. Aber seitdem ich das mache, boah, Leute, ich muss echt sagen, Daumen nach oben. Das macht die Haare viel geschmeidiger, viel weicher, viel sanfter. Und es gibt halt nochmal zusätzliche Öle dazu, zu euren natürlichen Ölen. Und das ist echt richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr euch dann dieses Haaröl so ein bisschen in die Haare einmassiert, dann fördert das natürlich auch die Durchblutung und das fördert natürlich dann dementsprechend auch wieder das Haarwachstum. Gute Ernährung. Ja, Leute, ich glaube, es ist für alles gut, ja. Wenn ihr euch gut ernährt, lasst die Finger weg von Burger, Pizza, Pommes, scheißegal. Ernährt euch gesund. Das werden eure Haare euch auch danken. Das ist gut für die Fingernägel, das ist gut für eure Haut, das ist gut für eure Haare. Also, wenn ihr euch gut ernährt, ist das auf jeden Fall ein Pluspunkt. An dieser Stelle dran denken. Gute Haarstyling-Produkte. Leute, tut euch und euren Haaren den Gefallen. Wenn ihr Haarstyling-Produkte benutzt, dann benutzt wirklich gute Haarstyling-Produkte. Ich habe damals auch gedacht, ach komm, scheißegal, ich hole mir irgendein Billo-Produkt, das wirkt schon. Nein, Leute, Billo-Produkte weg
und holt euch gute Haarstyling-Produkte. Das kommt natürlich ganz auf die Inhaltsstoffe drauf an und bei den billigen oder günstigeren Haarstyling-Produkten sind meist nicht so gute Inhaltsstoffe drin. Also achtet darauf, dass ihr gute Haarstyling-Produkte verwendet, qualitativ hochwertige Produkte mit guten Inhaltsstoffen. Das werden eure Haare euch danken. Guter Letzt, Nahrungsergänzungsmittel bzw. Supplements. Ich persönlich habe das noch nicht verwendet und noch nicht benutzt, deshalb kann ich nicht genau sagen, wie gut das ist oder wie schlecht das ist, aber ich habe gehört, das soll sehr, sehr gut sein. Es gibt ja verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Biotin. Das ist, glaube ich, in dem Bereich so das bekannteste Nahrungsergänzungsmittel. Ich packe auch mal einen Link in die Infobox rein, könnt ihr euch mal abchecken, vielleicht ist das was für euch. Ich persönlich habe es noch nicht getestet, aber ich habe gehört, es soll ganz gut sein für die Haare und ja, checkt einfach mal aus. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Denkt dran, Support ist kein Mord. So, und wenn ihr Bock habt, schreibt doch gerne einen Comment. Ich freue mich sehr. Bis dahin, macht's gut. Adios, amigos. We'll be right back.